Ehrlichkeit ist eine Währung. So lautet der Titel von Theo Weigels politischen Erinnerungen. Der Grundsatz, Freund und Feind gegenüber ehrlich zu sein, durchziehe wie ein roter Faden sein Leben, sagt Weigel. Er erinnert sich an Weggefährten wie Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble und Franz Josef Strauß. Aber auch an die Kämpfe um den Euro. Das jetzige heißt ja, Ehrlichkeit ist eine Währung. Ich habe versucht, ehrlich zu sein. War bei Währungsfragen ein paar Mal beteiligt, einmal mit 9 Jahren bei der Währungsreform 48 und dann 1990 bei der Deutsch-Deutschen Währungsunion und dann nochmals bei der Europäischen Währungsunion 1998. Insofern hatte ich mit Währungen einiges zu tun. Weigel hat sein politisches Vermächtnis aufgeschrieben. Was die Zukunft bringt? Er kann sich Koalitionen der Union mit den Grünen gut vorstellen. Es seien dann keine Liebesheiraten, aber vielleicht notwendige Bündnisse.